Herzlich willkommen zum Kermi-Webinar zum Thema Flächenheizung, Schallschutz und die neuen Anforderungen der GEG. Sie sehen uns hier ohne Maske, werden sich vielleicht fragen, was ist denn mit denen da los? Wir haben hier eine Sicherheitstrennwand und haben frei nach dem Thema unserer Kollegen aus den öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten gehandelt, haben uns vorher einem Schnelltest unterzogen, weder Kosten noch Mühen gescheut, Hände desinfiziert, alles was dazugehört, aber wichtig auch, wir haben eine Schutzwand hier zwischen uns stehen, das ist übrigens eine Schutzwand von Kermi, Kermi Protect, was unsere Sanitärkollegen in dem Portfolio auch haben. Da lohnt sich auch vielleicht da mal auf die Homepage zu gucken. Wie gesagt, stellen wir uns am Anfang ganz kurz nochmal vor zu unseren Personen, die sich heute letztlich mit Ihnen eine Stunde durch das Webinar begleiten. Das ist zum einen mein Kollege, der Daniel Wojcik. Daniel. Danke, Roland. Ja, von meiner Seite auch nochmal ein herzliches Willkommen zu unserem Webinar. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich heiße Wojcik Daniel, bin im Bereich der Anwendungstechnik speziell für die Produktgruppen der Flächentemperierung zuständig. Ja, und wünsche Ihnen in der kommenden Stunde viel Spaß im Webinar. Danke, Roland. Zu dir wieder. Zu mir nochmal zurück. Mein Name ist Roland Schranski, haben wir eben auch schon mal gesagt. Genau, Leiter der Anwendungstechnik bei Kermi. Und wie gesagt, wir zwei werden heute mit Ihnen diese zwei Themen behandeln, die wir eben genannt haben. Und ich denke, Daniel, dann werden wir jetzt auch direkt in die Präsentation starten. Genau. Firma Kermi kennen Sie mit Sicherheit vom Ursprung her aus dem Bereich der Heizkörper, aus dem Bereich der Duschkabinen. Wie gesagt, hier diese Wand, die Sie hier eben gesehen haben, wo ich gerade gegen geklopft habe, ist übrigens auch, nennt sich Kermi Protect. Aus dem Bereich der Sanitärtechnik, das sind Schutzwände in Zeiten der Corona-Themen in verschiedensten Ausführungen zur Verfügung. Aber im Bereich Raumklima sind wir unterwegs von der Wärmepumpe über die Speicher, über Regelungstechnik, über das Thema Übertragen, wo wir ursprünglich herkommen, auch mit Flächenheizung und Kühlung und natürlich mit dem Thema Wohnraumlüftung unterwegs. Wir haben uns, wie gesagt, heute mal das Thema rausgenommen, Übertragen, da das Thema Flächenheizung und dann springen wir eigentlich direkt in das Thema rein, was wir haben. Was haben wir heute mitgebracht? Das Thema Schallschutz. Und das Thema GEG-Anforderungen. Sie allen wissen, das Thema GEG aller Munde seit 1.1. Gebäudeenergiegesetz ersetzt die ENEF. Und da wollen wir Ihnen einfach auch ein paar Sachen mitgeben an die Hand für Ihre tägliche Planung, für Ihre täglichen Ausführungen auf den Baustellen. Ja, Schallschutz an der Thema. Sie kennen das alles mit Sicherheit. Ich habe es hier mal ein bisschen grün markiert. Das heißt, hier sehen Sie auf jeden Fall das Thema, dass der Schallschutz in die obere Ebene liegt. Das heißt, Sie sehen das Schallschutzebene grün in der horizontalen. Das ist die Schallschutzebene, üblicherweise auch eine Systemplatte der Flächenheizung. Dann sehen Sie aufsteigend bei der Nummer 2 noch den Randdämmstreifen. Dann liegt der Estrich drauf. Und wenn man die Gesamtkonstruktion sich jetzt anschaut, Estrich, die Dämmung, die Unterdämmung und die Rohbetondecke, das sind jetzt eigentlich genau die Themen, die den Schallschutz betreffen, die auch das Trittschallverbesserungsmaß nachher ausmachen in einem gesamten Gebäude. Das heißt, wir werden uns heute explizit im Schwerpunkt um das Thema der Dämmung kümmern, sodass Sie ein paar wichtige Kennwerte der Dämmung mitnehmen können, die für Ihr tägliches Geschäft erforderlich sind. Und was wir natürlich alle haben in dem Bereich, ist, dass wir verschiedene Normen natürlich haben. Sie kennen das mittlerweile. Es gibt für alles mögliche Normen, Richtlinien, VDI-Richtlinien und so weiter. Und keiner weiß mehr so richtig, was ist denn da eigentlich Sache. Für den Thema Schallschutz habe ich einfach mal drei wichtige rausgesucht. Es gibt die DEGA-Empfehlung. Sie sehen hinten das ein bisschen mit den farbigen Balken. Daran können Sie erkennen, das ist so ein bisschen angelehnt an die Bewertung Energieeffizienz. Also ist das ein sehr gutes Gebäude, ein schlechtes Gebäude, was den Schallschutz betrifft. Es gibt die DIN-Norm 4109, ist auch gerade der Teil 5 im August, glaube ich, war das, Daniel, 2020 neu erschienen. Und wir haben das Thema VDI 4100. Und wir werden uns im explizit, weil das die beiden sind, die häufig gegenübergestellt werden, der DIN 4109 und der VDI 4100 kurz widmen, dass Sie eine kleine Übersicht kriegen. Aber wie ist denn generell mit dem Schallschutz beschaffen? Und wie gesagt, Anforderungen an den Schallschutz, die sind dynamisch und orientieren sich an aktuellen Bedürfnissen der Menschen, an den Möglichkeiten des Baugewerbes und der Industrie und Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen beider Vertragsparteien, einen möglichst umfangreichen Schallschutz zu gewährleisten. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das sind Begründungen aus einem Urteil. Sie sehen ja auch so einen Auszug aus so einem Urteil. Da war das Thema letztlich, man hat sich eine Ruhe und Komfort einer Stadtwohnung beworben und die Planung erfolgte nach 4109. Dann war es zu laut, warum auch immer.
Es wurde die Forderung nach Mängelbeseitigung gestellt und das Oberlandesgericht gab dann letztlich recht mit der Begründung, die Sie, glaube ich, auch alle schon kennen. Die DIN-Normen sind nicht zwangsläufig identisch mit den anerkannten Regeln der Technik. Und genau das ist das Thema. Was setzt man denn jetzt an? Und da wollen wir Ihnen so einen kleinen Leitfaden geben, dass Sie zumindest ein bisschen bewerten können. Sie müssen da kein Schallschutzexperte sein, aber ein wenig bewerten können, mit welchen Zahlen, mit welchen Werten muss ich denn arbeiten, beziehungsweise muss ich nachfragen und dann vielleicht gegebenenfalls selber ein paar Fragen stellen. Ja, schauen wir uns im Detail an. Schallschutz im Hochbau 4109. In Gebäuden erfolgt die Schallausbreitung in der Regel als Körper- oder Luftschall. Und in der DIN 4109 gilt es nur für Geräusche und Geräuschquellen aus fremden Räumen und gilt nicht für haustechnische Anlagen im eigenen häuslichen Bereich. So, diese Norm kann somit für Geräuschquellen aus fremden Bereichen verwendet werden. Fremder Bereich, wissen wir auch alle, ist in der Regel irgendwo eine Nachbarwohnung. Im Gegensatz dazu haben wir den Schallschutz im Hochbau für Wohnungen, VDI 4100. Das sind eigentlich die Vorschläge und Empfehlungen für erhöhte Schallschutz im Bereich der Wohnungen. Das heißt, dort wird die Güte einer Wohnung dargestellt. Und in erster Linie sind hier auch wieder Geräuscheinflüsse aus den fremden Bereichen berücksichtigt. Aber die VDI bietet hier auch eine separate Tabelle mit Geräuschen innerhalb des eigenen Bereiches. Das heißt, hier wird auch explizit das Thema Schallschutz behandelt aus dem eigenen oder in dem eigenen Wohnbereich. Also dieses Thema, wo man sagt, na, Einfamilienhaus, eigener Wohnbereich, da gilt kein Schallschutz, explizit auch kein Trittschallschutz. Das ist nicht so ganz richtig. Die VDI 4100, die gibt da sehr wohl Angaben zu. So, Schallschutz im Hochbau nochmal, Teil 1 Mindestanforderungen, das ist die DIN 4109. Und wie gesagt, der neue Teil 5, Sie haben es gerade schon gehört, aus 8/2020, der hat jetzt auch aus der DIN erhöhte Anforderungen definiert. Also Schallschutz im Hochbau bei der VDI 4100, das ist die Beurteilung und Vorschläge, wie ich eben schon gesagt habe, für den erhöhten Schallschutz. In der Praxis sieht das wie folgt aus. Stand der Technik ist mittlerweile bereits der Schallschutzgrenzwert der VDI 4100. Zumindest im Trittschallschutz häufig eingesetzt, Schallschutzstufe 2. Auf das Thema kommen wir gleich noch, was die Schallschutzstufen bedeuten. Ja, und mit der Überarbeitung der 4109 wurden die baurechtlichen Mindestanforderungen damals geändert. Und durch das neue Nachweisverfahren, also im Vorfeld konnte man auch schnell das Thema betrachten, aber dann hatte man eine Tabellenkalkulation oder eine Tabellenberechnung. Das gilt nicht mehr, also diese Tabelle ist nicht mehr gültig, zeige ich Ihnen gleich auch nochmal, sondern das neue Nachweisverfahren für den Schallschutz ist ein rechnerisches Verfahren, was zu machen ist, weil man gesagt hat, man kam damit besser an die dem Bau entsprechenden Werte ran, was in der Berechnung. Ja, also das heißt, man ist näher an den tatsächlichen Werten der Praxis. So, da nochmal ein kurzer Auszug, weil den, glaube ich, noch nicht alle so mitbekommen haben. 4109 Teil 5, 2020, Schallschutz im Hochbau, erhöhte Anforderungen. Da ist die alte Norm ersetzt worden, beziehungsweise die DIN-Spec ist ersetzt worden. Und auch da, wie gesagt, der Hinweis, Empfehlungen im Schallschutz im eigenen Wohn- und Arbeitsbereich sind hier nicht mehr enthalten. Ja? Und dann wirklich auch noch der Hinweis, das ist auch das, was wir immer sagen, sofern die erhöhten Anforderungen im Sinne dieser Norm vereinbart werden, sind die bereits während der Planung der Gewerke zu berücksichtigen, werden Sie auch gleich verstehen, warum. Also gerade im Schallschutz tut sich nicht erst dann irgendwann mal eine Dämmung auszuwählen, sondern da geht es letztlich in die Gesamtkonstruktion. Schauen wir uns jetzt mal wirklich detailliert mal die VDI-Richtlinie an. Die haben wir jetzt rausgesucht, weil wir sagen, das ist eigentlich mittlerweile so der Stand der Technik im Bereich des Trittschallschutzes. Wie gesagt, wir sind ja in der Flächenheizung und werden uns deswegen vorrangig mit dem Trittschallschutz beschäftigen. Interessant ist auch, Sie sehen es ganz unten, Auszug aus dem BEB, Hinweise zum Trittschallschutz von Fußbodenkonstruktion. BEB ist der Bundesverband für Estrich und Belag. Also auch die haben einen Hinweis auf die VDI. Ja, daran sehen Sie eigentlich, welche Wertigkeit die VDI im Bereich des Schallschutzes hier schon hat. So, und da findet man in der VDI unter Anwendungsbereich 1 die Kennwerte gelten zum Schutz gegen Luft- und Trittschall aus fremden Räumen, zum Beispiel Nachbarwohnungen, die bei deren bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen. Luft- und Trittschall aus dem eigenen Bereich, das, was die DIN-Norm nicht abbildet. Und diese bilden die Grundlage für Neubauten und aber auch bauliche Änderungen im Bestand. Schutzbedürftige Räume ist auch interessant. Schutzbedürftige Räume werden dort klassifiziert. Das sind alle Räume einer Wohnung mit einer Grundfläche größer 8 Quadratmeter.
Und interessant ist, darunter fallen auch Bäder mit einer Grundfläche von größer gleich 8 Quadratmeter. Man ist ja mal in den Bädern so ein bisschen im Streitpunkt. Wasserprall, Schall und so weiter unter der Dusche versus Trittschall und so weiter. Aber hier steht wirklich drin, auch die fallen unter den Bereich der schutzbedürftigen Räume, wenn auch die Bäder größer 8 Quadratmeter sind. So, dann auf das Thema Schallschutzstufen. Sie haben das eben schon gesehen. Ich habe gesagt, Standard ist Schallschutzstufe 2 nach VDI mittlerweile im Markt. Schallschutzstufe 1 bedeutet letztlich, also die VDI beurteilt 3 Schallschutzstufen, 1, 2 und 3. Die 1, Ausstattung und Lage entspricht allgemeinen Anforderungen, Belästigungen auf ein erträgliches Maß abgesenkt. Da brauchen wir, glaube ich, nur in die Runde gucken oder fragen und sagen, na, wer möchte in so einem Gebäude wohnen? Ich glaube, keiner mehr von uns. Wenn ich mir die Schallschutzstufe A2 anschaue, da steht drin, Ausstattung und Lage entspricht üblichen Komfortansprüchen. Das war übrigens auch die Grundlage für verschiedene Gerichtsentscheidungen, nämlich übliche Komfortansprüche, wo man sagt, also wenn ich in den Wohnbau gehe, dann sollte der übliche Komfortanspruch für einen Standardwohnbau, Eigentumswohnung und dergleichen schon erfüllt werden. Also sind wir in der Schallschutzstufe 2. Und dann gibt es noch die Schallschutzstufe 3, höherer Schallschutz oder sehr hoher Schallschutz, gehobene Komfortansprüche. Da kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich entsprechende Wohnungen habe mit einem entsprechenden Quadratmeterpreis, dann wird natürlich auf sowas auch Wert gelegt. Die Schallschutzstufe 3 ist was, da muss man sich schon ein bisschen anstrengen, die zu erfüllen. Schallschutzstufe 2, wie gesagt, wenn man ein bisschen was im Hinterkopf hat, geht das relativ einfach. So, dann schauen wir uns mal die Werte an. Vielleicht auch da nochmal, die VDI macht einen deutlichen Unterschied. Die VDI berücksichtigt letztlich auch den Empfangsraum. Das habe ich Ihnen oben mit der zweiten Skizze mal dargestellt. Also den Raum, wo ich den Schall messe, nämlich in seiner Länge, in seiner Breite, in seiner Höhe, sprich in seiner Volumen, weil auch das einen Einfluss hat auf den Schall. Und die Übertragungen sind, wie Sie das links sehen in der Skizze, vertikal, horizontal und diagonal. Und da werden für die Schallschutzstufen folgende Werte zugrunde gelegt. Schallschutzstufe 1, das sind bewertete Standard-Trittschallpegel, 51 dB, Schallschutzstufe 2, 44 dB, Schallschutzstufe 3, 37 dB. Ich werde Ihnen auch gleich zeigen, woher diese Werte kommen, beziehungsweise was sich dahinter verbirgt, dass man es ein bisschen nachvollziehen kann. So, und dann ein Hinweis im eigengenutzten Bereich. Auch da gibt es Schallschutzvorgaben, die liegen bei 46 dB. So, dann können wir nochmal in das Thema Vereinbarungen zum Schallschutz. Auch das steht in der VDE drin. Ein messtechnischer Nachweis des Schallschutzes sollte Bestandteil dieser Vereinbarung sein. Und gegebenenfalls können Räume einer Wohnung auch unterschiedliche Schallschutzstufen ausweisen. Das heißt, man könnte eine Wohnung klassifizieren, Wohnung generell Schallschutzstufe 1, aber Wohn- und Schlafbereich Schallschutzstufe 2. Also es gibt auch da Unterscheidungen, die Wohnung muss nicht gleichmäßig ausgeführt werden. So sähe eine Messung aus, dass man es mal gesehen hat, ist ein Hammerwerk, in regelmäßigen Abständen wird da auf dem Estrich letztlich gehämmert an verschiedenen Positionen, oben Mikrofone, unten Mikrofone und dann wird letztlich ermittelt in der Praxis nachher, ob wirklich das Trittschalldämpferbesserungsmaß auch eingehalten wird. So, dann schauen wir uns das Berechnungsverfahren von früher an. Früher gab es ein Tabellenverfahren und jetzt komme ich eigentlich auf den wichtigsten Wert für Sie. Das ist der Wert der Dämmung, die Sie gegebenenfalls mit einer Systemplatte der Flächenheizung einsetzen, nämlich die dynamische Steifigkeit. Also während der neben der Wärmeleitfähigkeit oder dem Wärmeleitwiderstand der wichtigste Kennwert, dynamische Steifigkeit für den Schallschutz. Das heißt, wenn ich mir eine Standarddämmung angucke, 30-2, dann hat die, wie unten markiert, eine dynamische Steifigkeit von 20 Meganewton pro Kubikmeter. Daraus konnte man früher ablesen, 28 dB Trittschalldämmverbesserungsmaß. Das kennen Sie auch alle, das findet man häufig in Unterlagen, da steht drin, Trittschalldämmverbesserungsmaß für diese Systemplatte von der Firma XY, 28 dB. Das kommt daher. Wenn ich mir dann das Thema anschaue und rechne das mal gegen, dann sehen Sie an der Stelle, die 28 dB dürfen abgezogen werden. Oben ist der äquivalent bewertete Normtrittschallpegel, also das, was so eine Stahlbetondecke letztlich da schon integriert. Die 28 dB abziehen, dann haben wir 44 dB, ein Korrekturwert, weil wir in Deutschland sind. Und dann kriegen wir den Normtrittschallpegel raus von 46 dB. Der hätte früher erfüllt. Die 4109 bei Blatt 2, erhöhter Schallschutz, hätte es früher, die gilt aber heute nicht mehr, auch der Wert nicht. Wenn ich dann aber in den Bereich gehe, was die VDI betrifft,
Da haben wir ja den Grenzwert eben gesehen, den haben Sie sich hoffentlich auch gemerkt, die 44 dB. Das heißt, wir sind hier weit weg von den 44 dB. Also mit einer Standard-Trittschalldämmung 30-2 dynamische Steifigkeit 20 Meganewton kommen Sie heute nicht mehr weit. Aber wie gesagt, das ist nicht mehr gültig. Das habe ich Ihnen nur mal gezeigt als grobe Orientierung, dass Sie wissen, was da rauskommt. So, dann schauen wir uns das mal an einem Beispiel einer anderen Dämmung an. Es gibt auch Dämmungen, das wäre jetzt eine Tackerrolle, 35-3 von uns. Da ist der Wärmedurchlasswiderstand 0,78. Das sehen Sie auch, ganz wichtig. Das ist nach Norm erforderlich unter einer beheizten Fußbodenkonstruktion. Nach DIN 1264, Flächenheizung, ist dieser Wärmedurchlasswiderstand von 0,75 erforderlich. Erfüllen wir damit. Zweiter ist dynamische Steifigkeit 10 Meganewton pro Kubikmeter. Da kann ich Ihnen sagen, da müssen Sie sich ganz gewaltig anstrengen im Fertigungsprozess, dass Sie das für eine Polystyroldämmung hinbekommen. Da gibt es nicht viele Hersteller auf dem Markt, die das realisieren können. Und wir rechnen jetzt einfach mal im nächsten Mal durch, dass wir ein bisschen mal ein Gefühl dafür kriegen, was kommt denn mit so einem Wert daraus. Wichtig auch, deshalb zeige ich Ihnen das, wie kontrolliere ich denn sowas auf der Baustelle? Also schauen Sie bitte, weil der Dämmung erkennen Sie das nicht auf den ersten Blick an. Schauen Sie bitte immer in den Bereich des Beipackzettels, sage ich immer in Anführungszeichen, da finden Sie unten zum Beispiel eine Kennung, da steht SD10. Das wäre genau das Thema 10 Meganewton pro Kubikmeter an dynamischer Steifigkeit. Ja, Sie finden auch die genaue Klassifizierung, die Wärmeleitgruppe. Sie finden alles letztlich in dem Bereich auf dem Datenblatt und wissen dann, dass Sie auch die richtige Dämmung auf der Baustelle haben. Also gerade bei Trittschalldämmung passen Sie bitte auf, dass Sie wirklich das auf der Baustelle haben, was auch eingebaut werden soll. Das nochmal kleiner Hinweis. So, Daten für die Berechnung. Dynamische Steifigkeit haben wir gerade gesprochen. Setzen wir jetzt mal die 10 Meganewton an. Ja, also je kleiner der Wert, desto besser ist die Dämmung auch hinsichtlich Trittschallschutz. Vielleicht das nochmal als Hinweis an der Stelle. Also 10 Meganewton deutlich besser als die 20 Meganewton einer normalen Tackerdämmung. Dann die Masse der Rohbetondecke. Dann haben wir eine Stärke von 20 cm angenommen, eine Dichte von 2400 Kilogramm pro Kubikmeter. Dann spielt die Masse des Estrichs eine Rolle. Jetzt sehen Sie auch schon, wo das hinläuft. Wir haben da 66 mm genommen, also Überdeckung über Rohr etwa 50 mm. Ja? Jetzt wissen Sie auch schon, wo das hinkommt. Der Schallschutz ist eine Kombination aus Feder und Masse. Die Feder ist unsere dynamische Steifigkeit, also unsere Dämmung, die weich ist. Und dann haben wir die Masse, das ist der Rohbeton, das ist die Masse des Estrichs und das ist die Rohbetondecke. So, dann haben wir flankierende Bauteile, auch logisch, über Wände überträgt sich auch irgendwas noch mit, auch wenn da ein Randdämmstreifen ist. Und dann haben wir Sicherheitsbeiwert, wie wir halt in Deutschland sind. Müssen wir mit Sicherheitsbeiwerten arbeiten, damit wir auf Nummer sicher gehen. Und dann haben wir letztlich das Ergebnis, wäre der bewertete Normtrittschallpegel. Das ist der Wert, den ich mit den Werten der DIN 4109 vergleichen kann. So, will ich dann in die VDI gehen, dann gehe ich im Berechnungsverfahren weiter. Dann kommt nämlich jetzt der Empfangsraum dazu, wie wir es eben hatten. Da setze ich jetzt einfach mal einen Empfangsraum mit 8 Quadratmetern an. Ich habe einfach den Raum genommen, weil das der kleinste Raum ist, der als schutzbedürftiger Raum zur Verfügung steht. Haben wir eben gelernt. Also 8 Quadratmeter, Raumhöhe 2,5 Meter, haben wir etwa 20 Kubikmeter. Dann käme hier wieder ein Sicherheitsbeiwert, aber da der Hinweis, dieser Sicherheitsbeiwert, der wird nur einmal genutzt. Also entweder in der vorherigen Rechnung oder in der jetzigen Rechnung. Aber nicht komplett durchrechnen und 2x 3 dB als Sicherheitsbeiwert dazu zählen. Das brauchen wir nicht. So, und dann kommt das Ergebnis, ist der bewertete Trittschallpegel, bewertete jetzt, nicht Normtrittschallpegel, sondern bewertete Standardtrittschallpegel. Und den vergleiche ich letztlich mit den Werten, die ich in der VDI 4100 finde. Ja, unten habe ich übrigens einen Fehler drin, wenn Sie das sehen in der Folie. Ganz unten habe ich stehen auch nochmal Schallschutzstufe 2. Das ist falsch, das ist Schallschutzstufe 3 natürlich. Ja, Schallschutzstufe 2 44 dB, Schallschutzstufe 3 37 dB. So, dann rechnen wir es einfach mal durch. Sie sehen, wir haben uns da auch so ein bisschen Tools gebaut, um das rechnen zu können. Aber nur, dass Sie es mal sehen, das sind die ganzen Werte zu finden. Sie finden die Deckendicke, Sie finden die dynamische Steifigkeit, Sie finden die Estrichstärke. Ich weiß nicht, ob Sie die Maus sehen, ich hoffe es. Sie finden die Estrichstärke, Sie finden die Rohgewichte, hier die dynamische Steifigkeit. Das sind jetzt die Werte, die wir letztlich ansetzen in dem Bereich und das durchrechnen. Und hier finden Sie die flankierenden Bauteile. Das heißt, hier haben wir mal eine Außenwand angesetzt, wir haben eine Innenwand angesetzt, noch eine Innenwand und eine Wohnungstrennwand.
Und daraus kommt auch ein gewisser Faktor, der noch mit einfließt, ohne da ins Detail gehen zu wollen, was die Berechnung betrifft. Das Ergebnis nach DIN 4109 wäre in diesem Falle, also dynamische Steifigkeit 10, 41 dB. Das ist kleiner als 50 dB, also den normalen Schallschutz erfüllt. Das ist kleiner 45 dB. Das ist übrigens der Wert, der in der DIN 4109 im Teil 5 zu finden ist für den erhöhten Schallschutz. Das heißt, mit dieser könnte ich den erhöhten Schallschutz nach DIN 4109 erfüllen. Im Vergleich dazu hätte ich eine 30-2 mit 20 Meganewton pro Kubikmeter genommen und das hier so durchgerechnet mit den gleichen Werten, wäre ich etwa bei 45,3 dB gewesen. Das heißt, da bin ich, ich sag mal, gerade so Punktlandung auf den 45 dB. Das heißt, man würde in diesem Falle in der Regel auch keine 30-2 mehr einsetzen mit 20 Meganewton, sondern eine mit geringerer dynamischer Steifigkeit. So, dann kommt letztlich der Empfangsraum dazu. Den finden Sie auch hier oben. 20 Kubikmeter hier in dem Bereich. Den haben wir jetzt eingesetzt, den Sicherheitsbeiwert dazu gezählt. Und dann sehen Sie unten, was wir nach VDI rauskriegen. Wir erfüllen also nach VDI den Wert 44 dB für die Schallschutzstufe 2 letztlich locker. Wir sind hier bei 42,97, würde gerundet, 43. Das heißt, hier nochmal locker mit einem dB Abstand würde man in dem Bereich letztlich die Schallschutzstufe 3 gut erfüllen können. Ja, bei der 30-2, wenn ich das durchrechne, hier auch mit dem Empfangsraum, da wären wir bei 47 dB. Das heißt, ich schaffe nach der VDI mit einer Dämmung 30-2, 20 Meganewton pro Kubikmeter, die Schallschutzstufe 2 nicht mehr. Wie gesagt, deshalb der Punkt, achten Sie auf die Dämmung, fragen Sie nach, was denn der Schallschutzplaner in der Gesamtkonstruktion berücksichtigt hat und fragen Sie da einfach nach der dynamischen Steifigkeit. Das ist der Wert, mit dem Sie was anfangen können und entsprechende Dämmung auswählen können. Aber wir haben bauliche Anforderungen im Schallschutz, die gehen mittlerweile deutlich weiter und häufig wird im Schallschutzthema auch schon das Mineralwollthema eingesetzt. Ja, da finden Sie Berechnungen für den erhöhten Schallschutz. Da würde man dann Anpassungen der Baustoffe vornehmen. Das heißt, man würde zum Beispiel, Mineralwolle ist deutlich weicher. Da komme ich auf dynamische Steifigkeiten 7 oder 6 Meganewton pro Kubikmeter. Wir würden die Deckendicke ein bisschen erhöhen und wir würden die Estrichmasse ein wenig erhöhen. Und wir lassen den Empfangsraum, wie er ist. Jetzt rechne ich das nochmal durch und schaffe hier sogar, nur als Anhaltspunkt für Sie mal, mir schafft da wirklich gerade Schallschutzstufe 3. Aber als Gefühl für Sie, Sie sehen, der Schallschutz ist eine Gesamtkonstruktion. Hätte ich jetzt nur die dynamische Steifigkeit auf 6 geändert, dann würde ich die Schallschutzstufe 3 nicht erfüllen. Ja, so ist das Gesamtspiel Rohbetondecke, Estrichstärke und dynamische Steifigkeit der Dämmung, die hier zusammenspielt. So, und wenn man natürlich mineralische Dämmstoffe einsetzt, was heute bei erhöhtem Schallschutz häufig der Fall ist, dann haben wir natürlich ganz andere Themen. Da muss ich nämlich überlegen, wie kriege ich denn auf solche Konstruktionen überhaupt noch eine Flächenheizung drauf. So, Daniel, da übergebe ich an dich. Genau, Roland, Dankeschön. Ja, welche Systeme kommen für den erhöhten Schallschutz zum Einsatz? Es ist nicht leicht, aber wir haben ein System. Es ist die 16 Chemie Clip Panel. Das Clip Panel ist nahezu für jeden Untergrund geeignet. Man kann es für jede Anforderung, was man speziell im Flächenheizungsbereich hat, auch verwenden. Im Bereich von Schallschutzanforderungen ist es super, weil es ist ein dämmstoffloses System. Das heißt, ich habe keine Wärme- und Trittschalldämmung. Genau. Das T16 Clip-Panel ist eine 5 mm Strukturkammerplatte aus Polypropylen. Ja, was ist der Vorteil bei dem System? Das System, sagen wir für Fachhandwerker, optimal. Wir haben eine Gewerketrennung. Das heißt, die meisten Fachhandwerker haben keine Zeit mehr, dass sie zum Beispiel die Unterdämmung, sprich die Trittschalldämmung selber auslegen. Somit wird dieses Gewerk dann an den zum Beispiel Estrichleger übergeben, der wo die Unterdämmung verlegt und dann auch zugleich, sagen wir mal, Verantwortung für den kompletten Unterbau übernimmt, sprich auch für die Inhaltstoleranzen im Hochbau. Hat der Estrichleger die kompletten Dämmlagen verlegt, ist der Untergrund sauber, kommt der Fachhandwerker mit der Systemplatte und seinem Systemrohr, verlegt die drauf und verlegt komplett die Fußbodenheizung. Somit ist der Fachhandwerker nur noch für seine Flächenheizung verantwortlich. Im Thema Schallschutz. Warum ist dieses System im Thema Schallschutz so gut geeignet? Wegen dem dämmstofflosen System und natürlich wegen der Rohrbefestigung. Wenn man jetzt sagt, das sind spezielle Metallclips, die wo mit einem Clipformer
auf die Systemlatte eingebracht werden, einen extrem guten Halt auswirken von der Rohrbefestigung her und somit die Unterseite von der Systemlatte nicht durchdrungen wird. Sprich, der Clipformer, das ist ein Leihgerät von uns, das wollen wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen, wenn Sie mit dem Clipsystem arbeiten. Er formt die Clips so um in der Platte, dass man auf der Unterseite überhaupt keine Schwächen bzw. keine Durchdringung hat. Genau. In puncto Mineralwolldämmung ist es ja auch wichtig, weil das eine sehr weiche Dämmung ist, wie wir sehen, lässt sich sehr stark zusammendrücken. Deswegen auch so eine gute Drittschalldämmeigenschaft, ist es wichtig, bei der Verlegung der Systemplatten auf die Inselverlegung zu wirken. Das heißt, wenn ein Raum verlegt wird mit dem Clip-Panel, werden im Raum einzelne Platten als Trittfläche verlegt. Wenn wir uns das anschauen, sagen wir mal, ist die Belegung dann viel stabiler. Das heißt, ich kann auf den Clip-Panel kann ich einwandfrei laufen. So nimmt die Trittschalldämmung überhaupt keinen Schaden, beziehungsweise schwächt man die Trittschalldämmung. Genau. Vielleicht ganz kurz da, wenn ich da einhaken darf. Stellen Sie sich vor, bei dieser Dämmung, Sie würden, wie ich jetzt zum Beispiel, Schuhgröße 43 mit meinen 82 Kilo auf diese mineralische Dämmung auftreten, dann ist die vorgeschädigt. Also gerade mineralische Dämmungen wird empfohlen, letztlich Trittinseln zu legen, die Sie reinlegen in den Raum. Die Platten sind 1,20 mal 1,20. Die legen Sie rein in den Raum, laufen nach hinten durch und wird von hinten aus verlegt. Und wie gesagt, für die Planung letztlich, Daniel, auch interessant, das Thema Gewerketrennung, was du gerade genannt hast, weil wirklich dann wir in dem Bereich sind, wo wir uns im Heizungsgewerk eigentlich um das Thema kümmern, was unsere Aufgabe ist. Die Flächennetz. Genau. Ja. Ja, wie Sie jetzt sehen, eine Mineralwolldämmung darunter. Was wäre der größte Fehler oder was würde die Mineralwolldämmung am besten verletzen, wenn natürlich die Rohrbefestigung in die Dämmung eintreten würde? Das haben wir beim Clip-System überhaupt nicht der Fall. Deswegen ist es hervorragend für Schallschutz oder höhere Schallschutzanforderungen so gut geeignet. Ja, wenn Sie jetzt nicht gerne tackern, weil Sie ein extremer Fan vom Klettsystem sind, das ist auch kein Problem. Wir haben das Ganze auch aus Klettpanel. Das ist eine 3 mm Strukturkammerplatte. Im Grunde auch, sagen wir, hervorragend für die hohen Anforderungen im Schallschutz geeignet. Die Klett oder das Klettpanel wird im Auslieferungszustand ist das zusammengeklappt. Klappt man dies auseinander, hat man auf einer Platte, sagen wir, 2 Quadratmeter Fläche verlegt. Genau. Die Längsstreifen des Klettpanels haben einmal einen Überlappungsstreifen und einmal einen Selbstklebestreifen. Somit hat man extrem schnell die Stoßkanten vom Panel verklebt. Die kleinen Stöße, sagen wir, werden dann noch mit dem Klebeband verklebt. Genau. Und dann zum Schluss ganz einfach mit dem Klettsystem unseren Heizkreis drauf anfertigen. Daniel, vielleicht noch kurze Frage zum Thema Belastbarkeit. Wie belastbar sind die Panels, die wir da zur Verfügung haben? Die Panels haben 50 Kilonewton pro Quadratmeter Belastbarkeit. Also da sehen Sie auch, die durch die hohe Belastbarkeit natürlich auch wirklich einen Schutz der drunterliegenden mineralischen Dämmung. Genau. Dann würde ich sagen, starten wir mal weiter. Ich habe gesehen, da ist auch Hand gehoben. Frage auch noch, die schauen wir uns nachher an. Ja, genau. Wir machen noch ein kurzes Stück weiter. Wir machen gleich noch mal eine kurze Unterbrechung, dass wir noch in dem Bereich was fragen können. Und mal schauen, was da an Frage und Handhebung kam. So, ganz kurz im Überblick, der Daniel hat es gerade vorgestellt, da sehen Sie nochmal so ein Bild dazu, auch auf der einen Seite mal das Thema, wie denn diese Rohrbefestigung im Detail arbeitet. Panel haben wir eben gesagt, 1,20 mal 1,20. Verklebung hat der Daniel auch schon gesagt mit dem C16 Clip Tape, auch bei gebundener Schüttung einsetzbar. Wir haben hier nochmal ein bisschen den Überblick auch über das Thema der Dämmschichtabdeckung 18560. Das heißt, das Panel ist so stabil, dass Sie keine Folien brauchen zwischen der Mineralwolldämmung und dem Panel, sondern das Panel selber verklebt ist, erfüllt auch nach den 18560 locker das Thema der Dämmstoffabdeckung oder Abdichtung. So, dann nochmal das Thema, was wir in dem Bereich haben, verschiedenste Aufbauten. Wie der Daniel eben schon gesagt hat, selbst bis zum Rohbeton können wir letztlich alles damit direkt bedienen. Überbrückung von Hohlstellen, Fehlstellen und so weiter. Also das heißt, es kaschiert auch einige Unzulänglichkeiten im Unterbau. Genau, also zusammengefasst vielleicht zu dem Thema, neue Anforderungen an den Schallschutz verändern die bisherige Vorgehensweise. Wir haben problematische Untergründe und Aufbauhöhen. Sie wissen das alle, eigentlich keine Aufbauhöhe, aber viel Schallschutz realisieren. Immer neue Dämmanforderungen, Realisierbarkeit mit der EPS-Dämmung, habe ich Ihnen eben erläutert, wird immer schwieriger. Und die Trittschalldämmverbesserung der Systemplatten der Fußbodenheizungshersteller kommt da irgendwo auch an eine Grenze.
und verschiedenste Dämmstoffe für unterschiedlichste Anforderungen wie erhöhten Schallschutz werden verlangt. Das heißt, auch da ist immer, wie viel Dämmstoffe soll man denn sich irgendwo noch auf Lager legen? Wie viel Dämmstoffe soll man denn irgendwo kennen? Und die Realisierung häufig nur noch über mineralische Dämmstoffe beim hohen Schallschutz. Das heißt aber auch letztlich ist jetzt die Verantwortung für Ebenheitstoleranz prüfen. Das müssen Sie machen, bevor Sie Dämmung legen. Trittschall- und Wärmeschutz in Gewerkheizung überhaupt noch sinnvoll? Und wie gesagt, da muss jeder sein eigenes Urteil bilden. Wir stellen immer mehr fest, dass eigentlich das Gewerketrennungsthema auf dem Vormarsch ist und auch deutliche Punkte wirklich für die konsequente Gewerketrennung. Weil wenn der Estrichleger im unteren Bereich Ebenheitstoleranzen Bereich prüft, der kennt sich auch damit aus, muss man ganz ehrlich sagen. Der hat auch die entsprechenden Messgeräte, sodass er den Aufbau sauber machen kann. Das Heizungsgewerk macht eigentlich nur noch ein Rohrträgersystem mit dem Rohr drauf zur Erwärmung letztlich des Raums, also das Kerngeschäft. Und dann kommt letztlich der Estrichleger wieder oben drauf. Das heißt auch an der Stelle deutliche Vorteile aus unserer Sicht wirklich für das Thema von dämmstofffreien Flächenheizungssystemen, wie wir es gerade gesehen haben, Klipp System oder C17 Klett Panel, die Möglichkeiten, die man da zur Verfügung hat. So, kurz Fragen, Daniel, vielleicht schaust du mal rein, ob wir eine Frage drin haben, die wir... Gerne. Die wir... Ich sehe keine Folien, hat sich wieder... Ah, okay, dann war das, okay. Dann schauen wir mal, ob wir sonst noch eine Frage haben. Ja, Roland, und tatsächlich, wir haben noch eine Frage, und zwar... Wie sieht es aus? Dürfen Trittschalldämmungen eingeschnitten werden? Zum Beispiel, wenn Rohrtrassen am Rohfußboden verlegt werden und die zu dick aufkommen? Das ist eine gute Frage. Also viele schneiden es ja gar nicht mehr ein, sondern nehmen so einen Heißluftföhn, den man kennt. Das ist eigentlich total komfortabel. Da gehe ich unten an der Platte vorbei. Das Styropor schmilzt schön weg. Vielleicht, genau, teilst du nochmal die Präsentation nochmal kurz weg. Genau. Das Styropor, das schmilzt schön weg. An der Stelle ist wunderbar, aber auch kein Gekrümel. Der Estrichleger freut sich, weil keine Krümel aufschwimmen. Aber nein, es steht auch in der DIN 18560 definitiv drin und 4109 auch. Die Trittschallebenen sind nicht zu unterbrechen. Also kein Einschneiden und auch nicht irgendwie mit dem Heißluftführen versuchen, unten was auszubrennen, sodass ich dann vielleicht das Rohr, was noch ein bisschen vom Scheitelpunkt höher ist, drüber steht. Das sollte man nicht machen. Gut, dann würde ich sagen, genau, machen wir weiter. Gut. Ja. So, da haben wir ein schönes Bild mitgebracht. Da sind wir eigentlich bei unserem zweiten Thema. Da werden Sie sich vielleicht fragen, was hat das denn mit dem Thema Gebäudeenergiegesetz zu tun? Was sehen wir denn genau an der Stelle? Wir sehen eigentlich einen wahnsinnigen Wust von vielen Anbindeleitungen in die verschiedenen Räume. Und wir sehen hinten im hinteren Bereich, naja, mit Mühe und Not würde ich sagen, guck mal, mit der Maus wird das nicht funktionieren. Doch, vielleicht können Sie es sehen. Im hinteren Bereich sehen wir diesen, ich nenne es mal einfach, Pseudo-Heizkreis. Da frage ich mich, was wollen wir da an Raumtemperatur in dem Flur noch regeln? Das heißt, sind wir bei unserem zweiten Thema. Hier steht noch ENEF-Anforderungen, aber wir sind da letztlich beim Thema jetzt mittlerweile Gebäudeenergiegesetz. Ja, weil die ENEF ja letztlich ersetzt wurde. Ich habe mal da was im Chat was rausgesucht, das hatten wir gefunden. Da steht zum Beispiel drin, ich habe eine Fußbodenheizung installiert, alles vorher auslegen lassen. Der Heizkreisverteiler sitzt im Keller. Die Anbindeleitung verläuft durch die Flure in die einzelnen Räume. Mein Kunde bemängelt, dass ich die Anbindeleitung hätte isolieren sollen. Dann gibt es das Ergebnis unten als Antwort. Dieses Problem kommt öfters vor, weil die Anbindeleitungen unkontrolliert Wärme abgeben und den Flur beheizen, auch wenn er nicht beheizt werden soll. So, das ist ein Problem. Kennen wir? Das ist ein Problem. Unkontrollierte Überhitzung der Flure. Was haben wir noch für Probleme? Zu hohe Oberflächentemperaturen. Wer es auch schon mal kennt, Estrichbeläge bzw. Estriche halten eine relativ hohe Temperatur aus. Aber wenn ich in den Bereich zum Beispiel von Parkett gehe, der hat das Thema, dass die Oberflächentemperatur 27 Grad oder 26 Grad nicht überschritten werden sollte. Jetzt stellen Sie sich mal so einen schönen Heizkreisverteiler vor, bei dem Sie mit 40, 42 Grad Vorlauftemperatur reinfahren und die Bündelung der Rohre vom Heizkreisverteiler, da werden Sie diese Temperaturen überschreiten. Komforteinbußen für Nutzer ist logisch, wenn der Flur immer bei 25 Grad ist. Und dann haben wir letztlich das Thema, keine wirklich praktikable Lösung auf dem Markt vorhanden. Und ich zeige Ihnen einfach jetzt mal ganz kurz einen Überblick, was steht denn in verschiedenen Normen und Richtlinien drin zu dem Thema. Die ENEF Paragraph 14 hat früher gesagt, alle Räume größer 6 Quadratmeter, also im Umkehrschluss, hat geschrieben, Fußbodenheizung, kleiner 6 Quadratmeter Nutzfläche in einem Raum,
kann ich auf Einzelraumregelung verzichten. Ergo im Umkehrschluss alles größer 6 Quadratmeter zwingend eine Einzelraumregelung. Und die ENF ist keine Norm, wo ich sagen kann, ich lasse mich schnell entbinden, 2 Unterschriften drunter, Bauherr und ich, und es ist vorbei. Nein, die ENF hat einen Gesetzescharakter, da muss man ein bisschen mehr machen, wenn man da raus will aus der Nummer, kommt man meistens auch nicht raus. So, was hat jetzt letztlich das GEG? Das GEG hat den § 63 es eigentlich sehr ähnlich übernommen. Da steht drin, wird eine heizungstechnische Anlage mit Wasser als Wärmeträger in Gebäuden eingebaut, hat der Bauherr oder der Eigentümer dafür Sorge zu tragen, dass die heizungstechnische Anlage mit einer selbsttätig wirkenden Einrichtung zur raumweisen Regelung der Raumtemperatur ausgestattet wird. Und da steht der gleiche Satz wieder drin, ausgenommen eine Flächenheizung in Räumen mit weniger als 6 Quadratmeter Nutzfläche. Umkehrschluss auch da wieder, alles größer 6 Quadratmeter benötigt eine Einzelraumregelung. So, dann habe ich mal die DIN 1264 Flächenheizungssysteme mir mal angesehen, da gibt es auch so einen Hinweis dazu. Die Wärmeabgabe von Versorgungsleitungen, durch die keine Versorgung der Räume stattfindet, durch die sie verlaufen, muss durch sorgfältige Auslegung des Systems oder durch Wärmedämmung begrenzt werden, sodass sich die Raumtemperatur nicht wesentlich erhöht. Also da schon der planerische Ansatz zu sagen, pass auf, einmal planerisch, wo setze ich meinen Verteilerschrank hin? Und zum anderen muss ich die Systemtemperaturen runternehmen. Also auch da ist schon der Hinweis darauf hin, Mensch, schau dir genau an, wenn du in solchen Bereichen was machst. Dann habe ich gesagt, da steht ja drin, die Raumtemperatur unverhältnismäßig erhöht. Da habe ich mal gesucht und gesagt, was ist denn unverhältnismäßig erhöht? Worunter fällt das? Da bin ich über die DIN 12828 gestolpert. Da gibt es nämlich einen Satz drin unter 4.8.2, unerwünschte Wärmeverluste. Und da steht drin, ein Anstieg der Raumtemperatur von mehr als 2 Kelvin bei Auslegungsbedingungen sollte vermieden werden. So, wenn Sie die Sachen jetzt zusammenpacken, und stehen vor Gericht, da wird genau der Gutachter die Sachen rausnehmen, wird sagen, ja, was ist denn an Orientierung? Orientierung 2 Kelvin. So, das hat man schnell in einem Flur, der dicht belegt ist mit Anbindeleitungen, dass ich keine 20 Grad mehr habe. Vielleicht habe ich sogar in der Planung sogar nur 18 Grad als Raumtemperatur reingeschrieben. Dann habe ich natürlich ein Thema, wo ich an der Stelle letztlich wirklich ein Problem haben kann. Und dann schauen wir uns noch andere Themen an, die in 18560 Estrich fugen. Hier habe ich mal ein Bild von der Baustelle. Rechts sind die ganzen Anbindeleitungen, links hat man versucht, dann ein bisschen einen Heizkreis noch reinzulegen. Jetzt haben wir rechts eine viel höhere Wärmestromdichte, ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir haben getrennt beheizte Heizzonen. Der ganze rechte Bereich auf eine Länge von 50 Zentimetern Breite, der ist komplett mit ganz anderen Temperaturen und zum ganz anderen Zeitpunkt belegt als der Rest. Das heißt, hier müsste man theoretisch eine Bewegungsfuge setzen, so steht es eigentlich in der DIN 18560 drin. Kann ich natürlich im Flur nicht machen, das funktioniert nicht. So, wichtig wäre auch letztlich, habe ich Ihnen mal reingeschrieben, schriftliche Informationen an den Oberbodenleger zu geben. Das ist nur eine Empfehlung am Rande. Sie wissen, es gibt Randzone und Aufenthaltszone. Dazwischen braucht keine Bewegungsfuge zu sein. Aber die Fliesen- und Naturscheinleger, sagen wir, die bitten eigentlich darum, diese Info zu haben, dass eine Randzone verlegt wurde, weil sie entkoppeln das dann mit einer kleinen Entkopplungsschicht, weil sie nicht ganz oder Fälle haben, wo es trotzdem zwischen Randzone und Aufenthaltsbereich ein bisschen zu Problemen kommt. Das nur mal am Rande dazu. Ja, und dann die DIN 1264, maximal zulässige Oberflächentemperatur in Aufenthaltsbereichen 29 Grad. Parkett haben wir eben schon gesprochen, in der Regel nicht mehr als 27 Grad. Und wir haben in der Praxis ein Thema gehabt jetzt auch, Überhitzung. Vorlauftemperatur zwischen 40 und 42 Grad. Daniel, glaube ich, du warst auch im Thema involviert. Ja, es wurde 3 Tage laufen gelassen, auch in Verbindung mit einem Gutachter. Und letztlich ist das Ergebnis rausgekommen, die Oberflächentemperatur des Fußbodens war bei 28,9 Grad. So, und da macht irgendwann das Parkett auch die Grätsche. Vielleicht als Hinweis, es gibt auch mittlerweile viele Parkettleger, Parketthersteller, die fräsen im unteren Bereich des Parketts eine kleine Aussparung. Und setzen dort einen kleinen Chip ein. Der hat eine Lebensdauer von 5 Jahren und die können 5 Jahre lang, VOB, Gewährleistung zu kennen, das alles im Hinterkopf, nachvollziehen und auslesen, welche Temperaturen geherrscht haben. Sodass, wenn ich eine Temperaturüberschreitung habe, das Parkett Schaden genommen hat, der letztlich auf jemanden zugehen kann, kann sagen, du, ich habe hier ausgelesen, es ist 8 Tage lang hier eine Temperatur von 29 oder 30 Grad gewesen. So. Letztlich, wie sieht die Lösung für die Praxis aus? Also da kann der Daniel was von sagen, weil wir haben an der Stelle letztlich wirklich
einige Kundenanrufe und ich glaube, wir hatten gerade vor kurzem wieder ein Thema, Daniel, wenn mich nicht alles täuscht, das hast du mir erzählt. Genau, da waren wir jetzt vorher schon beim Stichwort Gutachter. Und zwar Gutachter sind draußen jede Menge unterwegs. Bei uns hat ein Fachhandwerker angerufen, total verzweifelt. Ein Endkunde hat einen Gutachter beauftragt, der wo als Bauleitung die Flächenheizung abnehmen sollte. Ja, das hat er ja auch gemacht. Im Flur hat er nur die Ausführung moniert. Das heißt, er hat den Fachhandwerker Beschwerde gegeben, dass er die Fußbodenheizung, sprich die Zuleitung, nicht normkonform verlegt hat. Übertemperierung einfach nicht normkonform von der Verlegung her. Genau, so, der Fachhandwerker kommt jetzt verzweifelt, was soll er machen? Er hat einen Gutachter gefragt, ja, welche Lösung kann man machen? Gutachter meinte nur, ja, das ist Ihr Problem, Sie müssen die Flächenheizung normkonform verändern. Ja, der Heizungsbauer hat bei uns angerufen, der Fachhandwerker, und wollte eine Lösung. Sicherlich haben wir eine Lösung, aber am Anfang musste er erst die Systemplatten nochmal rausnehmen. Denn dann sind wir gekommen mit einer Systemplatte, mit einer Base-Systemplatte. Das ist eine 30 oder 35 mm Systemplatte mit Wärme- und Trittschalldämmung. Und der Vorteil bei der Platte, wir haben oben eine Folienkaschierung und haben unten eine Folienkaschierung. Wir haben gesagt dem Fachhandwerker, er sollte die Base-Platte komplett im Flur auslegen. So, jetzt haben wir die Anbindeleitung, die wo wir ja von der oberen Fläche, von der verlegten Fläche vom Fußbodenheizungskreis wegnehmen müssen und in die untere Dämmebene einziehen wollen. Da gibt es für uns einen Heißschneider, das wäre dieser hier. Der Heißschneider ist von der Temperatur her stufenlos verstellbar und mit dem Schneidschlitten, man sieht es hier vorne, vielleicht sieht man es ein bisschen besser. Der Schneidschlitten hat zwei Schneidspitzen mit einer omegaförmigen Kontur. Und mit der omegaförmigen Kontur bzw. mit dem kompletten Heißschneider können wir Rohrkanäle in die Systemplatte einschneiden. Und somit können wir die Anbindeleitung in der Systemplatte integrieren. Das kann ich Ihnen kurz zeigen. Vielleicht zeigen wir auch nochmal die So, die omegaförmige Kontur, man sieht jetzt gleich, sappen die Rohre sauber in das Systemplatte rein. Und die sitzen fest in der Platte und sind dadurch vom Wiederausspringen, sagen wir mal, gesichert. Können Sie gerne schauen. Genau. Die kompletten Anbindeleitungen hat der Fachhandwerker dann in die Baseplatte eingeschnitten. Und zum Schluss kommt ein Cover drüber. Das ist ein Klett-Rollvlies. Und das Cover ist eine 6 mm Schaumfolie, die hat 13 dB Trittschallverbesserungsmaß. Und auf der Rückseite ist dieses selbstklebend. Das heißt, der Fachhandwerker geht her, zieht den Klebestreifen ab und legt ihn komplett flächig auf die Baseplatte drauf, sodass im Grunde die Anbindeleitung jetzt komplett eingebettet sind. Einmal um die Baseplatte rundum und einmal überdeckt vom Cover. Genau, das macht er komplett flächig im Flur. Und somit kann er dann später sauber seinen Heizkreis, der wo dann regelbar ist, im Flur verlegen. Sollte jetzt der Flur keine Heizlastanforderung haben oder es ist ein Abstellraum, wo die kompletten Anbindeleitungen durchlaufen, ist nicht zwingend erforderlich, dass man einen Heizkreis drauf legt, sondern man könnte das System auch ohne separaten Heizkreis ausführen. Somit habe ich den Raum vor einer Übertemperierung geschützt. Wo sind die Vorteile jetzt da drin? Die Vorteile sind, meine Anbindeleitungen sind in der Unterdämmung, sie sind eingebettet und oben nochmal abgedeckt. Ich habe somit keine Übertemperierung vom Raum mehr. Und vom Verteilerbereich schütze ich somit die Oberflächentemperatur am Oberbodenbelag. Der nächste Vorteil ist, ich kann NF-konform handeln. Ich bringe oben drüber immer noch einen Heizkreis. Ja, und wie heißt jetzt das System? Das ist das Kermi X-Net Connect System. Genau. Schauen wir uns einmal ein paar Details in der Präsentation wieder an. Genau. Klassisches Bild, das ist eine Simulationsaufnahme von der Wärmeabgabe von Anbindeleitungen. So wie wir hier sind, glaube ich, werden 90% von den Bauformen ausgeführt. Ein Flur, mitten im Flur ist der Verteiler und vom Verteiler laufen die kompletten Anbindeleitungen in die einzelnen Heizkreise rein. Was wir sehen, rote Fläche,
Dafür nehmen wir es mit zurück, genau. Rote Fläche ist die Wärmeabgabe der Anbindeleitung. Und man sieht vom Verteilerbereich aber eine extrem große Wärmeabgabe drin. So, was kann man machen? Ablöse könnte man schaffen, sagen wir, indem man einen Dämmschlag über die Anbindeleitungen drüber packt oder zum Beispiel einen Schutzraum. Ja, aber ist das jetzt wirklich eine Lösung? Im Grunde ein Problem haben wir behoben, aber auch nur zum Teil. Man sieht, die Wärmeaufgabe ist ein bisschen geringer geworden, aber wir haben immer noch eine Temperierung da. Das größte Problem, was wir aber da jedoch noch haben, ist, wir bekommen keinen regelbaren Heizkreis zustande. Auf der nächsten Folie. Genau. Auf der nächsten Folie sehen wir die Ausführung mit dem GERMI-XNET Connect-System. Beim Connect-System sind jetzt die kompletten Anbindeleitungen in der unteren Dämmebene drinnen. Man sieht, wir haben eine fast komplett durchgängige blaue Fläche, also sprich so gut wie fast gar keine Temperierung mehr durch die Zuleitungen. Und der Vorteil ist, die obere blaue Fläche ist jetzt komplett frei, sodass wir hier einen regelbaren Heizkreis verbauen können. Genau. Das ist ein Bild aus der Praxis. Das war eine Musikschule und man sieht im Flur, im ersten Bild sind zwei Verteilerschränke. Von den Verteilerkästen gehen extrem viel andere Leitungen raus. Mit dem Doppelschneidschlitten haben wir halt den Vorteil, dass wir Vorlauf- und Rücklaufleitungen gleichzeitig schneiden können und somit uns die Hälfte an Zeit sparen. Und der nächste Vorteil: die Baseplatte ist ja auf der unteren Seite auch noch kaschiert. Und somit kann man die Stege so eng zusammenfassen, dass fast nicht mal eine Euromünze dazwischen passt, ohne dass irgendwelche Stege ausbrechen. Genau. Kleine Ausführung, also sprich, wir haben die Connect-Baseplatte, die wird vollflächig im Raum verlegt. Dann werden mit einem Heilschneider die einzelnen Zuleitungen ausgeschnitten. Auch am Werker können es anzeigen, die musst du erst mal machen, dann ausschneiden und sofort das Rohr reinlegen, je nachdem, wie man geübt ist. Zum Schluss kommt später das Klett-Rollvlies drauf, das Cover. Und in den Bereichen der Türdurchführung, sprich, ich habe im Flur habe ich mein Connect-System, im Wohnzimmer zum Beispiel habe ich mein Noppensystem. Im Türdurchgang wird ja immer eine Bewegungsfuge ausgeführt. Und wie führt man die richtig aus? Durch die Kegelbeschichtung des Klett-Rollflieses kann ich das Vlies sauber an das Rohr andrücken, sodass ich eine E-dichte Verbindung habe. Durch den Rohrschutzklebestreifen, wo rausgeht, halte ich dann auch nochmal meine Schallwerte ein, zweimal. Also sprich, ich gehe von der unteren Dämmung vom ConnectBase raus, springe auf die obere Fläche zum Noppensystem, verklebt die Dämmlage sauber, also sprich das Klett-Rollflies sauber an Rohrschutzklebestreifen und somit haben wir eine dichte Fläche und können ein Bewegungsprofil sauber ausführen. Deine kurze Frage dazu, weil du gerade nur vom Noppensystem gesprochen hast. Ja. Nur Noppensystem oder wie ist das an dem Thema? Also wir haben auf jeden Fall weitere Systeme, zum Beispiel das C12-Tacker-System, Klett-System, Klickpanier. Also da gibt es schon viele verschiedene Systeme, mit denen ich das Connect-System koppeln kann. Also Sie sehen, das Wichtigste hier ist auch wirklich die Lösung der Ausfehlung aus der Trittschallebene auf die Estrichebene. Das ist eigentlich das A und O. Wenn Ihnen da irgendwo Estrich reinlaufen sollte, zeigen wir es nochmal im Detail, wenn Ihnen da irgendwo Estrich reinlaufen sollte, dann gibt es ein Problem. Wie generell, wenn Estrich in die Trittschallebene reinläuft. Richtig. Gut, Sie sehen auch da durch das selbstklebende Klettrollvlies auch die dichte Anbindung an dieses Bewegungsfugen, an diesen Rohrschutzklebestreifen. Und wie gesagt, an der Stelle würde jetzt klassischerweise die Bewegungsfuge sitzen, wie der Daniel schon gesagt hat, zum nächsten Raum. Also Flur wäre Klettrollvlies und Noppe wäre dann zum Beispiel Wohnzimmer. Ja. So, und dann, wenn man will, wenn Heizkreis drauf. Was ist, wenn man keinen Heizkreis bildet? Weil man sagt, die Heizleistung im Flur ist so marginal, dass wenn ich einen warmen Schuh an der Leine stelle, ist der Flur warm. Genau. Was wir heute häufiger haben. Also wenn man keinen Heizkreis benötigt, einfach weglassen. Man kann ganz normal mit dem E-Strich dann drüber gehen. Also Beispiel wäre auch so eine Speisekammer. Also wenn Sie nicht wollen, dass Ihre Gurkengläser in der Speisekammer selber eingekocht werden, dann legen Sie, wenn da der Verteilerschrank drin steht, dann machen Sie da das Connect-System rein, weil dann kochen die Gurkengläser nicht mehr. Wie gesagt, muss man wissen, ob man das will oder nicht. Es gibt auch Leute, die Gurken selber einkochen. Vielleicht geht das dann in dem Abstellraum. Gut, das wäre zu dem Thema nochmal. Vielleicht auch da nochmal Hinweis. Wir haben den Vergleich gemacht, Anbindeleitung nach ENEF gedämmt zum Thema Connect. Und wenn man da zwischen den Thermografieaufnahmen hin und her switcht ein bisschen, sehen Sie einen ganz leichten Unterschied noch vom Verteilerschrank. Aber durch die Menge an Dämmstoff und durch die Abstände noch zwischen den Rohrleitungen haben wir da annähernd eigentlich das Thema wie eine ENEF-konforme Dämmung. Wobei bei der ENEF-konformen Dämmung
Brauchen wir gar nicht drüber sprechen, da hätte man ja einen Bodenaufbau von, keine Ahnung, muss man noch eine Ziegelreihe oben draufsetzen, um die Geschosshöhe zu haben. Gut, kurz zusammengefasst, bisheriger Stand sieht so aus. Das heißt, was hat man gemacht? Man hat also mit Mühe und Not versucht, alle Leitungen in den Randbereich der Flure zu legen, damit man in der Mitte noch so einen kleinen Flecken kriegt, wo man den Heizkreis positionieren kann. Flurfläche gesamt, 11,5 Quadratmeter. Davon wären hier jetzt, das war ein 1:1 Bauvorhaben, eine Restfläche für den geregelten Heizkreis von 30% übrig geblieben. Die Länge der durchlaufenden Zuleitungen wären 70 Meter. Schauen wir das jetzt Thema mit der Connect-Lösung an. Dann sehen Sie eins, und das machen Sie bitte auch so, wenn Sie es ausführen oder planen, auf dem direkten Wege vom Verteiler zu dem nächsten Raum. Sie brauchen nicht mehr in den Randbereich irgendwo zu gehen, sondern direkt, und Sie brauchen auch nicht so zu fahren, wie wir es jetzt hier gezeichnet haben, sondern Sie können auch schräg rüberfahren, ja, direkt in den nächsten Raum rein. Was haben wir für einen Vorteil letztlich? Wir können die gesamte Flurfläche belegen, weil alles ja unten drunter verschwindet. Und wir haben aber das Thema, die Länge der durchlaufenden Zuleitungen verkürzt sich nochmal um 40%. Das heißt, wir haben einen geringeren Wärmeverlust der Anbindeleitungen, weil die eingebunden sind in die Dämmung. Wir haben das Thema geringere Wassermenge im Heizkreis. Warum? Weil ich im Flur nicht die Wärme verliere aus der Leitung. Und ich habe einen geringeren Druckverlust der Heizkreise, weil ich weniger Wassermenge brauche und die Leitungslängen noch kürzer sind, die wieder zu dem Raum gehen, der eigentlich versorgt werden soll. Und was natürlich das Wichtigste daran ist, ich erfülle eigentlich wirklich letztlich alle Vorgaben, die ich finden kann, was das Thema Einzelraumregelung betrifft und das Thema unzulässige Temperaturerhöhung. Ja? Wir haben erfüllt damit Trittschalldämmung 20 Meganewton und, spannend, 10 Meganewton pro Kubikmeter. Also wir können damit auch den erhöhten Schallschutz in Verbindung, wie ich es Ihnen erklärt habe, VDI 4100, Schallschutzstufe 2, würden wir mit diesem System auch hinkriegen. Und wir haben einen fließestrichdichten Austritt, fließestrichdicht sogar, aus der unteren Dämmebene auf die Estrichebene. Sichere Verlegung, Rohrfixierung ohne Gefahr, das hat der Daniel eben auch schon geschrieben. Einsatz für alle Permisysteme, Daniel hast du eben auch schon erwähnt. Und das Thema Wassermengen und Druckverlust. Gut, also wie gesagt, wir wollten Ihnen da auch nochmal einen kurzen Überblick geben über das Thema, was denn hier alles, was wir hier alles an Normen und Richtlinien haben, die dahinter stecken. Und jetzt würde ich schauen, Daniel, schau mal eine Handwaage hoch. Ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie ein technisches Problem, sondern vielleicht eine Frage. Roland, wir haben sogar noch eine Frage. Ja. Und zwar, in der letzten Präsentation hat es geheißen, man darf keine Trittschalldämmung einschneiden. Wie funktioniert das jetzt beim Connect-System? Das ist ein guter Punkt, genau, habe ich eben ja extra nochmal gesagt. Jetzt schauen wir uns nochmal das Connect-System an. Das Connect-System zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass wir hier in dem Bereich die Gesamtkonstruktion uns angucken müssen. Das heißt, ich habe unten eine Dämmung, ich habe etwas eingeschnitten, aber nicht komplett, unten steht auch noch ein Steg. Und vor allen Dingen, ich habe oben ein übergreifendes System, was selber auch noch ein Trittschalldämmverbesserungsmaß hat. Und das haben wir letztlich in einem Prüfinstitut prüfen lassen, auch als vergleichende Messung. Das heißt, mit diesem Aufbau erfülle ich den gleichen dynamischen Steifigkeitswert wie die Platte, die unten alleine drin war. Ja, also das heißt, wir haben eine 35er mit 10 Meganewton. Das heißt, diese Konstruktion erfüllt dann wieder 10 Meganewton pro Kubikmeter und die andere 30-2 erfüllt wieder 20 Meganewton pro Kubikmeter. Das heißt aber auch, bitte unbedingt da auch, wenn Sie keinen Heizkreis drauflegen, das Klettroll fließt drauf, weil das auch eine Schallschutzfunktion übernimmt. Darauf müsste man nur achten, sodass man dann an der Stelle trittschalltechnisch auch sicher ist. Da auch nicht scheuen, wenn da irgendwas ist, fragen Sie uns an der Stelle, weil das bestätigen wir natürlich auch gerne. Sie kriegen auch von uns da gerne ein Schreiben, in dem wir bestätigen, dass die dynamische Steifigkeit, hat wir jetzt 2-3 Mal schon im Bauvorhaben, weil der Statiker und Schallschutzkollege das gerne haben wollte, wo wir ihn dann auch bestätigt haben, dass die dynamische Steifigkeit dieser Systemplatten auch eingeschnitten dann identisch ist mit der Basissystemplatte. Genau. Jetzt habe ich aber noch gesehen, Daniel, wir könnten noch mal schauen, es ist noch eine Hand gehoben. Ja. Weiß ich nicht, ob das noch aktuell ist. Genau, vielleicht können wir da das Mikro mal freischalten, Daniel, wenn das geht. Okay, ich weiß nicht, wer das war. Ich sehe gerade, der Herr Jeckel, wenn ich das so richtig lese, hatte noch eine Hand gehoben. Kann das sein, wenn das noch... der Fall wäre, würden wir sonst die Frage noch beantworten. Sonst haben wir eine schriftliche Frage drin, glaube ich nicht. Ne? Nein, sonst scrollen wir weiter nach unten, ob wir da noch eine Hand haben. Genau.
Okay. Gut. Dann. Weitere Präsentation. Genau, dann schauen wir noch mal einen kurz weiter. Also wie gesagt, wenn keine Fragen sind an der Stelle, dann sage ich, und wenn es dann doch mal Probleme gibt, wie Sie es hier auf dem Bild sehen, live Fotos von uns, da ist also ein bisschen was passiert auf der Baustelle. Es waren da nicht Meterrohr, sondern Kubikmeterrohr. Soll schon mal vorkommen. Also wenn es Probleme gibt, scheuen Sie sich nicht, bei uns zu melden. Wir haben Ihnen hier einfach mal die Ansprechpartner bei uns aus der Anwendungstechnik, aus unserem Team aufgeführt. Einfach durchklingeln bei den Kollegen und Kolleginnen. Und wir helfen und unterstützen da gerne auch im Thema der technischen Fragen, wie wir es aktuell gerade haben, auch zu diesem Thema. Genau. Und wie gesagt, frei nach dem Motto bei uns, entweder wir finden einen Weg oder wir schaffen einen. Wir haben es jetzt mit mehreren Systemen schon geschafft, ein paar Akzente auch im Markt zu setzen. Mit Innovationen von Kermi letztlich. Wir versuchen immer irgendwo einen Weg zu schaffen an der Stelle. Und von unserer Seite nochmal ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ja. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Wir hoffen, Sie haben einiges mitnehmen können aus dem Webinar bei uns. Ein paar Themen, die Sie für Ihre tägliche Arbeit wieder gebrauchen können. Wie gesagt, wir sind schon froh, wenn Sie mitnehmen. Dynamische Steifigkeit ist das Wichtigste, was Sie im Dämmstoffbereich an Kennwerten im Kopf haben müssen. Ich denke, Sie haben jetzt auch so ein bisschen die Anhaltswerte, wo da so die Grenzen liegen. Und das andere Thema ist wirklich das Thema GEG, Thema Einzelraumregelung, Flächenheizung in der Verbindung und Anbindeleitungen. Auch da von unserer Seite letztlich mal die Regelwerke und Normen dazu, wo Sie ein bisschen aufpassen müssen. Und wie gesagt, Lösungen haben wir da zur Hand, sodass Sie letztlich im Marktbereich Ihrerseits da, glaube ich, sauber agieren können. Okay. Ansonsten, Daniel, hat man noch was? Ich glaube nicht. Normal nicht. Dann sind wir durch von unserer Seite. Dankeschön. Dank der Glasscheibe zu zweit und der Schnelltest, die es gibt. Wie gesagt, dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Nachmittag, ein schönes Wochenende und vor allen Dingen bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich und dann hoffe ich, sehen wir uns demnächst dann auch mal wieder live und persönlich. Danke und auf Wiedersehen.